Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung über relativistische Quantenfeldtheorie hier im Wintersemester 2019-2020. Mein Name ist Dominik Stöckinger, ich bin hier vom Institut für Kern- und Teilchenphysik an der TU Dresden. Ja, die relativistische Quantenfeldtheorie ist in mehrerer Hinsicht gewisserweise die Krönung der theoretischen Physik. Sie vereinigt in mehrfacher Weise wichtige zentrale Konzepte der theoretischen Physik, die Sie schon kennen, und auch verschiedene Theoriegebäude werden in der relativistischen Quantenfeldtheorie vereinigt. Insbesondere kann man sagen, dass die relativistische Quantenfeldtheorie eindeutig und notwendig ist als Vereinigung der Quantenmechanik und der speziellen Relativitätstheorie. Gleichzeitig hat die Quantenfeldtheorie auch zahlreiche Anwendungen in vielen Bereichen der Physik. Wichtigsten für uns natürlich die Elementarteilchenphysik. Alle Elementarteilchentheorien sind relativistische Quantenfeldtheorien, angefangen von der Quantenelektrodynamik bis hin zum Standardmodell der Elementarteilchenphysik oder hypothetische Erweiterungen des Standardmodells. Aber auch in der Kernphysik oder auch in der Kosmologie, der Physik des frühen Universums, ist die Quantenfeldtheorie sehr wichtig. Auch die nicht-relativistische Quantenfeldtheorie existiert und hat sehr wichtige Anwendungen in der Festkörpertheorie und in der Theorie der kondensierten Materie. Ich möchte hier erstmal einige von diesen Punkten ein bisschen konkretisieren. Das heißt, was ich zuerst betonen möchte, ist, die Quantenfeldtheorie ist eine Vereinigung der zwei wesentlichen Theoriegebäude des 20. Jahrhunderts, also der Quantenmechanik und der speziellen Relativitätstheorie. Ein Charakteristikum der Quantenmechanik und ein großer Unterschied zur klassischen Mechanik ist ja eben, dass es möglich ist, dass gewisse Observablen nicht scharf bestimmt sind. Das drückt sich zum Beispiel in der Unschärferelation aus. Zum Beispiel Ort und Impuls eines Teilchens können nicht simultan scharf bestimmt sein aufgrund dieser Unschärfe- oder Unbestimmtheitsrelation. Allgemein drückt sich das mathematisch durch Kommutatoren zwischen den entsprechenden Operatoren aus, die den Observablen zugeordnet sind. Wenn ein Kommutator zwischen zwei Observablen nicht verschwindet, dann sind diese Observablen nicht simultan scharf bestimmbar. Das ist eine fundamentale Eigenschaft der Natur, die in Experimenten natürlich zahllos bestätigt wurde. Diese Unbestimmtheit drückt sich auch aus in dem Superpositionsprinzip, das heißt in der Quantenmechanik und in der Natur sind eben Zustände möglich, die Linearkombinationen entsprechen oder Überlagerungen von Zuständen, bei denen Observablen verschiedene Werte haben. Und dann ist eben bei einer Messung dieser Observablen keine eindeutige Vorhersage möglich, was der Messwert sein wird, sondern es sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich. Die Relativitätstheorie auf der anderen Seite ist die Theorie, die notwendig ist, wenn man hohe Geschwindigkeiten und hohe Energien von Teilchen hat. Und man hat eben gesehen, dass es eine Invarianz der Natur gibt gegenüber Bezugssystemtransformationen, bei denen Raum und Zeit miteinander oder ineinander transformiert werden. Und bei diesen Bezugssystemtransformationen, den Lorentz-Transformationen, ist eine charakteristische Geschwindigkeit vorhanden und diese charakteristische Geschwindigkeit ist die Maximalgeschwindigkeit für Informationsübertragung. Zufälligerweise auch gleich der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Aber das Wesentliche an der Relativitätstheorie ist eben diese maximale Obergrenze für die Geschwindigkeit von Informationsübertragung. Und das hat ganz wesentliche Folgerungen für Kausalität. Es gibt eben in der Relativitätstheorie die Möglichkeit, dass Ereignisse räumlich sehr weit voneinander getrennt sind und dann ist es nicht möglich, wenn die zeitliche Abfolge der Ereignisse hinreichend kurz ist, Informationen vom einen zum anderen Ereignis zu übertragen und dann müssen diese Ereignisse kausal völlig voneinander unabhängig sein. Und diese Verknüpfung von Unbestimmtheit von Observablen einerseits oder Inkompatibilität von Observablen einerseits und der maximalen Geschwindigkeit von Informationsübertragung andererseits
führt zu etwas Neuem, wenn man es zusammenbringt. Und dieses Neue ist die relativistische Quantenfeldtheorie, die also zusätzliche Konzepte benötigt im Vergleich zur normalen nicht-relativistischen Quantenmechanik, die Sie kennen. Eine zweite Weise, wie die relativistische Quantenfeldtheorie eine Vereinigung ist, ist die folgende. Es gibt, wenn Sie mal genau überlegen, in Ihrer Vergangenheit, in den früheren Vorlesungen eine gewisse Dichotomie von Konzepten. Nämlich auf der einen Seite hatten Sie Vorlesungen wie klassische Mechanik oder eben auch nicht-relativistische Quantenmechanik, in denen standen im Fokus diskrete Teilchen. Das heißt, überhaupt punktförmige Teilchen waren Größen, die da wichtig waren, und Teilchen sind diskret, haben eine diskrete Anzahl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teilchen. Und das war also das Thema der Mechanik. Aber demgegenüber steht etwas, nämlich was Sie in der Elektrodynamik kennengelernt haben. Da hatten Sie kontinuierliche Felder. Die elektrische und magnetische Felder, und die können kontinuierlich variierbare Werte annehmen und sind überall in der Raumzeit kontinuierlich definiert. Das heißt, es sind Größen, physikalische Größen, die ganz andere Charakteristika haben als die diskreten Teilchen der Mechanik. Und auch diese beiden Konzepte werden in der Quantenfeldtheorie vereinigt. Und zwar ist es so, dass in der Quantenfeldtheorie beide Teilchen und Felder Ausprägungen von ein und demselben Konzept sind, nämlich in der Quantenfeldtheorie gibt es eben Quantenfelder oder Quantenfeldoperatoren, und die Quanten dieser Felder kann man als Teilchen interpretieren und kohärente Überlagerungen von makroskopischen Zuständen dieser Felder lassen sich als klassische Felder interpretieren. Das heißt, beide Konzepte und beide Klassen von Theorien lassen sich im Rahmen der Quantenfeldtheorie verstehen und aus der Quantenfeldtheorie in Näherungen herleiten. Also letztlich kann man sagen, Teilchen entsprechen Anregungen von Feldern. So kann man makroskopisch unterschiedliche Phänomene noch genauer unterscheiden. Warum überlagern sich denn elektromagnetische Felder zu klassisch beobachtbaren Feldern, aber Elektronen überlagern sich nicht zu makroskopisch beobachtbaren Elektronenfeldern? Das liegt eben an der unterschiedlichen Statistik. Elektronen entsprechen Spin-1/2-Teilchen mit Fermi-Statistik. Da gilt das Pauli-Prinzip und sie können sich nicht zu kohärenten Feldern überlagern. Dagegen bei Photonen, den Quanten der elektromagnetischen Felder, gilt, es sind Spin-1-Teilchen und Bosonen, die sich kohärent zu klassisch makroskopisch beobachtbaren elektromagnetischen Feldern überlagern können. Ja, was ich auch noch kurz angeben möchte als Motivation, ist die kurze Andeutung, wie man es in der kondensierten Materie anwenden kann. In der kondensierten Materie oder Festkörperphysik haben wir Systeme mit vielen Teilchen, zum Beispiel ein Kristallgitter oder eine andere Ansammlung von vielen Teilchen. Und was man studieren möchte, sind Anregungen gegenüber dem Grundzustand. Das heißt zum Beispiel kleine Fluktuationen dieser Teilchen um ihre Ruhelage herum. Und häufig ist man daran interessiert, Fluktuationen zu betrachten, die in gewisser Weise makroskopisch sind, die also langwelligen Anregungen entsprechen. Und langwellig heißt, dass die Wellenlänge deutlich größer ist als der Abstand zwischen zwei dieser Teilchen. Wenn ich also hier andeute, der Abstand sei jetzt a und die Wellenlänge lambda ist viel größer als a, dann kann ich den Abstand effektiv vernachlässigen und
wenn ich den Abstand vernachlässigte, a viel kleiner als Lambda, dann habe ich hier effektiv eine Theorie, wo an jedem Raumzeitpunkt quasi ein physikalischer Freiheitsgrad besteht, und das ist eine Feldtheorie. Das heißt im Limes, dass die Längenskala, die uns interessiert, viel größer ist als der Gitterabstand, lässt sich so ein kondensiertes Materiesystem durch eine lokale Feldtheorie beschreiben und die Quantentheorie dann durch eine lokale Quantenfeldtheorie. Jetzt auch ein Begriff dazu, den ich mal einstreuen möchte: Statistical Field Theory. Also die Theorie, die genau durch systematische Näherungen von so einem kondensierten Materiesystem zu einer lokalen Quantenfeldtheorie führt. So, nachdem ich Sie jetzt motiviert habe, möchte ich ganz kurz einen Überblick darüber geben, was wir im Semester machen wollen. Und zwar, wie der Name schon sagt, hat die Quantenfeldtheorie mit Quantenmechanik zu tun, aber auch mit spezieller Relativitätstheorie und damit mit Lorentz-Invarianz. Damit gibt es zwei Aspekte. Einmal gibt es natürlich eine ganze Reihe von Quantenaspekten. Und auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die speziell mit der relativistischen Invarianz zu tun haben. Und mit der relativistischen Invarianz hat insbesondere zu tun, dass es Felder und Teilchenanregungen mit unterschiedlichem Spin gibt. Die Tatsache, dass es diese diskreten Spins gibt, folgt aus der Lorentz-Invarianz. Und welche Möglichkeiten für den Spin existieren, folgt ebenfalls aus der Lorentz-Invarianz. Das heißt, die genaue Untersuchung von Spin 1,5 versus Spin 1 versus Spin 0 ist ein relativistischer Aspekt, der aber relativ unabhängig ist von vielen Quantenaspekten. Also hier, das folgt aus relativistischer Invarianz. Und diese konkreten Spins sind natürlich extrem wichtig für konkrete Anwendungen in der Elementarteilchenphysik, wo wir eben genau wissen, dass es eine gewisse Anzahl an Spin-1-Halbfeldern und eine gewisse Anzahl an Spin-1 und Spin-0-Feldern gibt. Dieser relativistische Punkt wird nicht der Hauptfokus unseres Semesters hier sein, sondern dieses ist der Fokus von speziellen Elementarteilchen-Theorie-Vorlesungen. Ich gebe hier schon mal an, es wird im kommenden Semester eine Vorlesung über die Theorie des Standardmodells der Elementarteilchenphysik geben und es wird ebenfalls eine Vorlesung über die Theorie für Physik jenseits des Standardmodells, also Beyond the Standard Model, Physik geben. Deswegen werden wir uns im aktuellen Semester auf die Quantenaspekte fokussieren und die Quantenaspekte, die wir hier durchnehmen werden, sind relativ unabhängig vom Spin. Deswegen werden wir eben weitestgehend in diesem Semester nur mit Spin 0 arbeiten. Aber das meiste, was wir machen, gilt dann relativ direkt auch für andere Spins. Aber wir werden es mit Spin 0 illustrieren, was die technischen Rechnungen dann etwas einfacher macht. Okay. Also unser Fokus im aktuellen Semester sind die Quantenaspekte der Quantenfeldtheorie. Und die geplanten Kapitel sind die folgenden. Erstens werden wir eine Einführung machen in die Quantenfeldtheorie. In dieser Einführung diskutieren wir freie Felder und freie Teilchen. Und insbesondere
wird in diesem ersten Kapitel schon vieles klar werden von dem, was ich hier gesagt habe. Warum ist die Quantenfeldtheorie nötig als Vereinigung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie? Und in welchem Sinne gilt die Aussage, dass Teilchen Anregungen von Feldern sind und wie verknüpft die Quantenfeldtheorie eben diese Konzepte diskreter Teilchen und kontinuierlicher Felder. Zweitens werden wir dann Felder und Teilchen mit Wechselwirkungen betrachten. Und diese Wechselwirkungen kann man dann sehr schön beschreiben durch Feynman-Diagramme und Feynman-Regeln. Und so werden wir dann hier Feynman-Regeln durchnehmen. Eine bestimmte Klasse von Feynman-Diagrammen enthält geschlossene Schleifen und die sind besonders interessant und wichtig, denn die beschreiben insbesondere diese Quanteneffekte und Quantenaspekte der Quantenfeldtheorie, auf Englisch Loop-Diagramme oder Diagramme mit geschlossenen Loops oder Schleifen. Die haben technische Eigenschaften oder auch Probleme, wenn man so will, nämlich mathematische Divergenzen, die aber physikalischen Ursprung haben und die man beseitigen kann und verstehen kann. Und dafür gibt es dann die Renormierungstheorie. Das heißt, wir werden hier dann Renormierung durchnehmen. Dann als nächstes gehen wir einen Schritt zurück, nachdem wir verstanden haben, wie man Wechselwirkungen und Quantenfeldtheorien berechnen kann, haben wir genug Erfahrung, um allgemeinere Überlegungen in der Quantenfeldtheorie anzustellen. Und so werde ich hier an dieser Stelle einige allgemeine Theoreme vorstellen der Quantenfeldtheorie. Beispielsweise Theoreme über Streuungen und über Eigenwerte von Operatoren, wie man die also aus den Feynman-Diagrammen gewinnen kann. Dann werden wir viele physikalische Anwendungen und Beispiele diskutieren, um uns die Quantenfeldtheorie genauer zu vergegenwärtigen. Der nächste Punkt ist dann eine wichtige Technik und eine sehr interessante Relation in Quantenfeldtheorie, nämlich die sogenannte Renormierungsgruppe. Das ist auch etwas, was sowohl in der Elementarteilchentheorie als auch in der Festkörpertheorie und Theorie der kondensierten Materie extrem wichtig ist. Manche haben es vielleicht schon mal gehört unter dem Begriff laufende Kopplung. Die Kopplungskonstanten können dann in gewisser Weise im Rahmen dieser Renormierungsgruppentheorie als energieabhängig angesehen werden. Und diese energieabhängigen Kopplungen enthalten sehr viel Information über die Physik von Quantenfeldtheorien. Das nächste ist dann eben ein kurzer Einblick in Spin ungleich Null. Und wie gesagt, Spin ungleich Null kann man verstehen nur über die relativistische Invarianz. Genauer gesagt ist die relativistische Invarianz die Poincaré-Invarianz. Denn Poincaré beinhaltet auf der einen Seite die Lorentz-Transformation, auf der anderen Seite die Translationen und die bilden zusammen eine mathematische Gruppe von Transformationen, die Poincaré-Gruppe, und deren Studium erklärt uns dann viel über den Spin. Wenn wir genug Zeit haben, werden wir am Ende dann noch genau die QED, also die Quantenelektrodynamik, als sehr wichtige physikalische Anwendung von Quantenfeldtheorie mit Spin besprechen. Okay, nachdem ich Sie jetzt motiviert habe, Quantenfeldtheorie zu machen, fangen wir wirklich an. Und zwar ist unser erstes Kapitel, wie gesagt, freie Felder. Und freie Teilchen.
zwar werden wir direkt anfangen mit diesen interessanten physikalischen Überlegungen, die dazu führen, dass wir Quantenfeldtheorie überhaupt brauchen. Einige Überlegungen zur Kombination von Quantenmechanik und spezieller Relativität. So, und zwar machen wir drei Überlegungen. Die erste Überlegung geht von folgender Annahme aus. Ja, wir nehmen ganz einfach an, wir hätten jetzt eine normale Quantentheorie, die für ein einzelnes Teilchen gültig ist und nicht-relativistische Quantentheorien für ein einzelnes Teilchen kennen Sie. Und jetzt überlegen wir, was passiert, wenn wir da eine relativistische Variante davon konstruieren wollten. Wir sollen also eine Einteilchentheorie haben. Nehmen wir an, für ein Teilchen mit einer bestimmten Masse. In der relativistischen Theorie heißt das eine bestimmte Ruhemasse. Also das Teilchen soll eine Ruhemasse m haben. Das heißt, dass die Energie dieses Teilchens immer durch die relativistische Beziehung gegeben ist. Energie ist gleich Wurzel aus dem räumlichen Impuls p Vektor Quadrat plus die Ruhemasse m zum Quadrat. Okay, wie Sie aus der gewöhnlichen Quantenmechanik wissen, wenn wir ein einzelnes Teilchen haben, gibt es eben eine Inkompatibilität zwischen Ortsmessung und Impulsmessung. Die drückt sich durch die Unschärfe- oder Unbestimmtheitsrelation aus. Die lautet Delta X mal Delta P einer Dimension ist größer gleich H querhalbe. Jetzt nehmen wir mal an, wir würden dieses Teilchen immer besser lokalisieren, sodass unser Delta X immer kleiner wird. Dann wird also hier das Delta P immer größer und größer und größer. Und Delta P bedeutet, dass natürlich der Erwartungswert von P-Vektor zum Quadrat auch größer ist als die Unschärfe Delta P zum Quadrat. Das heißt, unser Erwartungswert für den räumlichen Impuls P-Quadrat wird immer größer. Und damit wird natürlich der Erwartungswert für die Energie ebenfalls immer größer. Was kann dabei passieren? Wenn dieses Delta X extrem klein wird, so klein, dass es irgendwann kleiner ist als 1 durch die Ruhemasse mit bestimmten Vorfaktoren, dann sagen wir viel kleiner als h quer durch m, dann folgt eben, dass unser Delta P viel größer ist als letzten Endes der Kehrwert. Delta P ist viel größer als die Ruhemasse, wenn ich mal diese Faktoren 1/2 vernachlässige. Das ist ja viel größer. Das heißt, Delta P ist viel größer als m. P Quadrat Erwartungswert ist dann viel größer als m Quadrat. Damit ist die Energie ebenfalls viel größer als die Wurzel aus m Quadrat und damit ist die kinetische oder die Gesamtenergie viel größer als ein Mehrfaches der Ruhemasse. Der Erwartungswert von E ist viel größer als die Ruhemasse. Und damit heißt es eben, wenn wir das Teilchen sehr stark lokalisieren, ist irgendwann die Energie im Mittel so groß, dass sie ausreicht, um weitere Teilchen zu produzieren, denn die Energie übersteigt ein Vielfaches der Ruhemasse dieses Teilchens. Das heißt, wir können schon erahnen, dass in der relativistischen Theorie Lokalisation dazu führen kann, dass einfach neue Teilchen zusätzlich zu dem gegebenen aus dem Vakuum aufpoppen und entstehen und real produziert werden können. Wie stark muss man das Teilchen dafür räumlich eingrenzen? Naja, kleiner als 1 durch m, das entspricht eben auf einem kleineren Bereich als die Compton-Wellenlänge des Teilchens im Ruhesystem. Das heißt also, in diesem Fall gilt, die Energie reicht aus, um neue Teilchen zu produzieren. Und das ist ein erstes Indiz dafür, dass in einer relativistischen Quantentheorie es nicht ausreicht, eine Theorie mit einer fixierten Teilchenzahl zu betrachten, sondern dass wir vermutlich eine Theorie brauchen, die mehrere
also Zustände mit unterschiedlicher Teilchenzahl kombinieren muss. So, das war die erste Überlegung. Die zweite Überlegung ist etwas detaillierter. Jetzt nehmen wir wieder an, wir haben eine Einteilchentheorie. Und in dieser Einteilchentheorie machen wir jetzt Folgendes. Wir präparieren ein Teilchen zu einer bestimmten Zeit. Nehmen wir an, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, zur Zeit gleich 0. Am Ort auch gleich 0, also am Ursprung. Das ist also das Diagramm. Wir haben ein Raumzeitdiagramm. Zeit geht nach oben. Die x-Koordinate geht nach rechts und dann kommt also unser Teilchen hier irgendwie an und zum Zeitpunkt 0 wird es am Ort 0 präpariert, das heißt, wir haben einen lokalisierten Zustand zu diesem Zeitpunkt genau hier. Danach messen wir das Teilchen, messe den Ort des Teilchens. Und das Messergebnis soll also sein, dass das Teilchen an irgendeinem Ort hier auftaucht. Sagen wir mal, wir wollen das Teilchen zu einer späteren Zeit hier messen. Das wäre die Zeit t am Ort x. Messe Teilchen zur Zeit t am Ort x. Und hier ist also dieser Ort und danach fliegt das Teilchen irgendwie weiter. Das heißt, das Teilchen muss irgendwie von hier nach hier gelangen. Und die quantenmechanische Frage ist, was ist die Wahrscheinlichkeitsamplitude, das Teilchen hier anzutreffen, wenn man es vorher hier präpariert hat. Also Amplitude dafür, die ist gleich so gegeben, hier einen Zustand am Ort x zur Zeit t, Skalarprodukt mit einem Zustand am Ort 0 zur Zeit t gleich 0. Diese Amplitude. Ja, und in der nicht-relativistischen Quantenmechanik können Sie natürlich so eine Amplitude ausrechnen. Und in der Parallelvorlesung Theorie rechnen wir genau solche Wahrscheinlichkeitsamplituden aus. Zum Beispiel kann man es im Fadintegral oder im Heisenberg oder im Schrödinger-Bild ausrechnen. Dann kommt irgendein Ergebnis heraus. Das Ergebnis hängt nicht sehr davon ab, ob wir jetzt eine relativistische oder nicht relativistische Energieimpulsrelation einsetzen. Das Wesentliche für uns ist einfach, diese Amplitude ist ungleich Null. Hier kommt eine nicht verschwindende Amplitude raus. Das heißt, wenn Sie das Teilchen hier präparieren zu einem Zeitpunkt, später eine Ortsmessung machen, kriegen Sie eine nicht verschwindende Amplitude, das Teilchen an Ihrem Ort zu finden. Und diese Amplitude ist nicht verschwindend, egal wie weit Ihr Ort von dem ursprünglichen Ort entfernt ist. Das heißt, dieser Punkt hier, der kann sogar so weit entfernt sein, dass das Teilchen Überlichtgeschwindigkeit haben müsste, um von hier nach hier zu propagieren. Das heißt, diese beiden Punkte hier, Raumzeitpunkte, können sogar raumartig getrennt sein, entsprechend also einer Überlichtgeschwindigkeit von hier nach hier. Und das kommt einfach aus einer elementaren Rechnung. Also hier elementare Rechnung in der Quantenmechanik liefert uns irgendein Ergebnis, was nicht verschwindet. Das heißt also, die Amplitude ist ungleich Null, sogar dann, wenn, sagen wir mal, der Abstand x größer ist als die Lichtgeschwindigkeit mal der Zeitdauer, die das Teilchen braucht. Und zwei Ereignisse, die so eine Entfernung haben, dass die räumliche Entfernung größer als die zeitliche Entfernung ist, mal der Lichtgeschwindigkeit, nennt man raumartig getrennt. Das heißt, die Amplitude ist sogar dann ungleich Null, wenn wir zwei raumartig getrennte Punkte betrachten.
Ja, und die Frage ist, wie das überhaupt sein kann, denn das scheint irgendwie dem zu widersprechen, dass ja Information nicht mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. Das heißt, die Frage stellt sich jetzt, ist das hier mit Kausalität verträglich, also der, dieser Nichtmöglichkeit, dass Information mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen wird? Also das ist eine Frage, haben wir hier eine nicht-kausale Propagation des Teilchens. Also ist das ein Widerspruch? Aber wiederum, dieser mögliche oder scheinbare Widerspruch, der stellt sich automatisch ein, wenn Sie mit einer einteiligen Theorie starten und dann diese gewöhnliche Quantenmechanikrechnung machen, deren Ergebnis nicht von relativistischer oder nicht relativistischer Theorie abhängt. Aber es wird noch schlimmer. Nämlich, was passiert, wenn wir die gleiche Situation aus einem anderen Bezugssystem betrachten? Wenn Sie in ein anderes Bezugssystem gehen, dann werden ja Raum- und Zeitkoordinaten ineinander transformiert. Und bei raumartig getrennten Raumzeitpunkten kann passieren, dass die zeitliche Reihenfolge sich ändert. Das heißt, im einen Bezugssystem ist dieses Ereignis zuerst und das zweite danach. In einem relativ dazu bewegten Bezugssystem kann sich die Reihenfolge umdrehen. Das heißt, das ist später und dieses Ereignis ist früher. Also eine Lorentz-Transformation kann die zeitliche Reihenfolge ändern. Natürlich nur für solche raumartig getrennten Punkte. Das heißt, in einem relativ dazu bewegten Bezugssystem haben wir dann dieses Raum-Zeit-Diagramm, hier die gestrichene Koordinate T' und X'. Dann haben wir hier irgendeine Vergangenheit des Teilchens. Dann ist das irgendwann am Ursprung. Und dann in diesem relativ bewegten Bezugssystem ist das zweite Ereignis eben zeitlich vor dem ersten. Das heißt, es würde so aussehen und danach passiert irgendwas anderes. Und dann sieht die Situation jetzt so aus, dass wir in der Vergangenheit hatten wir zunächst mal ein Teilchen und dann gibt es hier einen gewissen kurzen Zeitraum von hier bis hier. In diesem Zeitraum ist das Teilchen zweimal vorhanden oder es sind zwei Teilchen da, einmal das Teilchen hier und einmal das Teilchen hier. Und dann sogar noch hier das, was dazwischen fließt. Das heißt, in diesem Bezugssystem gibt es einen Zeitraum, in dem die Teilchenzahl nicht gleich 1 ist, sondern gleich 2 oder 3, je nachdem, wie man hier zählt. Das heißt, abhängig vom Bezugssystem kann sich sogar die Teilchenzahl ändern bei so einer Situation. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Amplitude für diese überlichtschnelle Propagation ungleich 0 ist. Aufgrund dessen kann sich hier die Teilchenzahl ändern. Also die Teilchenzahl ist abhängig vom Bezugssystem. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Stellen Sie sich vor, dieses Teilchen hier hat irgendeine elektrische Ladung, zum Beispiel ein Elektron, Ladung minus 1. Da haben wir hier Ladung minus 1 fließt entlang dieser Weltlinie. Hier ebenfalls fließt Ladung minus 1 entlang dieser Weltlinie. Welche Ladung fließt jetzt entlang der gestrichelten Linie? Ganz klar, wie die Ladung erhalten ist, muss hier Ladung minus 1 fließen in diese Richtung, dann fließt Ladung minus 1 in diese Richtung und dann fließt Ladung minus 1 wieder in diese Richtung. Dann ist die Ladung immer erhalten. Aber was heißt das aus der Situation eines Beobachters in diesem Bezugssystem? Der Beobachter sieht ja nicht,
dass eine Ladung minus 1 hier rückwärts in der Zeit von hier nach hier fließt, sondern für den stellt es sich so dar, dass irgendein Teilchen hier entlang der gestrichelten Linie von diesem Punkt zu diesem Raumzeitpunkt fließt. Und dann wird eben nicht Ladung minus 1 von hier nach hier transportiert, sondern Ladung plus 1 wird von hier nach hier transportiert. Also E minus transportiert von hier nach hier, wird dann uminterpretiert, als dass eine positive Ladung E plus in dieser Richtung transportiert wird. Das heißt, für einen Beobachter in diesem Bezugssystem sieht das so aus, als ob hier ein Teilchen mit der umgekehrten Ladung propagiert. Und das ist dann ein Antiteilchen. Das heißt, die Teilchenzahl ist abhängig vom Bezugssystem und abhängig vom Bezugssystem haben wir hier sogar nicht nur Teilchen, sondern auch Antiteilchen mit der entgegengesetzten elektrischen Ladung vorliegen. So, das suggeriert also mehreres. Ruf nochmal in Erinnerung, vorhin hatten wir geschlussfolgert aus dieser Unschärfe und dem Energieerwartungswert bei Lokalisation, dass man wahrscheinlich eine Mehrteilchentheorie braucht in einer relativistischen Quantentheorie. Und das ist jetzt hier noch bestärkt worden. Nämlich abhängig vom Bezugssystem haben wir unterschiedliche Teilchenzahlen. Das heißt, wir brauchen definitiv eine Theorie, die mehrere unterschiedliche Teilchenzahlen erlaubt. Und zweitens, wenn wir elektrisch geladene Teilchen haben, dann wird diese Theorie auch Antiteilchen enthalten müssen. Das nenne ich mal Schlussfolgerung A. Das heißt, das suggeriert eine Mehrteilchentheorie. Und es suggeriert die Existenz von Antiteilchen. Zu jedem Teilchen, das eine elektrische oder ähnliche Ladung hat, muss es ein Antiteilchen geben mit der entgegengesetzten Ladung. Das sind sehr wichtige Schlussfolgerungen. Aber es geht noch weiter. Wir können sogar noch etwas über die Dynamik und über die Wechselwirkungen von den verschiedenen Teilchen hier lernen. Nämlich, wir haben die zwei verschiedenen Bezugssysteme, die eigentlich dieselbe Physik beschreiben. In diesem Bezugssystem fliegt ein Teilchen hier entlang, propagiert dann eventuell überlichtschnell hierhin, fliegt weiter. Das heißt, von diesem Punkt aus wird ein Teilchen entlang der gestrichelten Linie emittiert und hier absorbiert. Im anderen Bezugssystem sieht dieselbe Situation so aus. Hier an diesem Punkt wird kein Teilchen emittiert entlang der gestrichelten Linie, sondern hier wird ein Antiteilchen emittiert und hier dann absorbiert. Damit also die Physik von beiden Bezugssystemen konsistent beschrieben werden kann, brauchen wir die physikalische Eigenschaft, dass jedes Mal, wenn es eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt, so ein Teilchen hier zu emittieren, muss ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit dafür existieren, das entsprechende Antiteilchen zu absorbieren. Das heißt, wir brauchen eine Gleichheit von Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeitsamplituden für Emission und Absorption. Es wird also eine ganz wichtige physikalische Eigenschaft suggeriert. Nämlich eine Wahrscheinlichkeitsamplitude für Teilchenemission muss immer begleitet sein von der entsprechenden Absorptionsamplitude.
Und dieses, nenne ich mal Eigenschaft B, ist unsere Schlussfolgerung B, ist eine extrem nicht triviale physikalische Eigenschaft, die natürlich im Allgemeinen nicht stimmt und in den nicht-relativistischen Theorien, die Sie kennen, wie der Theorie vom Wasserstoffatom, da stimmt sowas eben überhaupt nicht. Aber in einer relativistischen Quantentheorie können wir nur konsistent Bezugssystemtransformationen mit Quanteneigenschaften in Verbindung bringen, wenn eine solche Eigenschaft hier gilt. Das heißt, das ist eine sehr tiefe und wichtige physikalische Schlussfolgerung hier, die in den tatsächlichen relativistischen Quantenfeldtheorien dann implementiert sein muss. Also das heißt, falls A und B gelten, dann haben wir eine konsistente Beschreibung in beiden Bezugssystemen. Wichtig. Okay, das ist jetzt schon mal eine wichtige Konsequenz. Aber wir können noch eine dritte Überlegung machen zur Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Denn wir haben jetzt hier mehrmals so erstaunliche Widersprüche oder mögliche Widersprüche zur Kausalität gefunden. Und eine positive Konklusion gemacht, aber ich möchte noch mehr Positives sagen. Das ist eine Überlegung, die zu einem neuen Konzept führt. Was steht hier eigentlich dahinter? Wir hätten mit einer viel einfacheren Beobachtung anfangen können über die Verknüpfung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie, die das hier dann auch ein bisschen erklärt. In gewisser Weise ist das eigentliche dahinterstehende Problem das folgende. Nämlich der Ortsoperator. Der Ortsoperator stört, denn in der nicht-relativistischen Quantenmechanik werden Zeit und Ort ganz unterschiedlich behandelt, nämlich Zeit ist kein Operator, kein Observable, sondern ein Parameter, als Funktion dessen Observablen studiert werden. Der Ort dagegen ist eine Observable und wird durch einen hermitischen Operator beschrieben, der auf dem Hilbertraum definiert ist. Das heißt, Zeit und Ort werden ganz unterschiedlich behandelt. Aber in der relativistischen Theorie sollten Zeit und Ort gleich behandelt werden, denn die stehen ja über Bezugssystemtransformationen miteinander in Verbindung. Das heißt, hier haben wir schon ein ganz fundamentales Problem oder eine Störung in der Beschreibung einer relativistischen Theorie. Das heißt, X und T sollten auf jeden Fall gleich behandelt werden und das sind sie ja eben bisher nicht. Und wie sollen die jetzt behandelt werden? Soll die Zeit so behandelt werden wie der Ort als Operator? Oder soll der Ort so behandelt werden wie die Zeit als Parameter? Und um das zu beantworten, überlegen wir mal, was es bedeutet, eigentlich eine Ortsmessung zu machen. Wie kann denn ein Beobachter, ein Experimentalphysiker eine Ortsmessung durchführen? Wenn der eine Ortsmessung tatsächlich durchführt, die die Möglichkeit einschließt, dass das Teilchen irgendwo im Universum auftaucht mit einer nicht verschwindenden Amplitude, dann müsste dieser Experimentalphysiker ja eine unendliche Ausdehnung haben und überall im Universum simultan vorhanden sein und die Messung machen und dann registrieren, wo das Teilchen aufgetaucht ist. So einen Beobachter gibt es nicht. Das heißt, der Ort ist eigentlich gar keine Observable. Das heißt, die Antwort ist, Zeit und Ort sollten gleich behandelt werden in dem Sinne, dass der Ort genauso wenig eine Observable ist wie die Zeit, sondern der Ort wird runtergesetzt auf das Niveau eines Parameters. Der Ort ist keine Observable.
Das klingt erstmal negativ und nach einem Rückschritt, aber es ist physikalisch ungeheuer anschaulich, denn was passiert denn eigentlich, wenn man eine Ortsmessung macht? Ja, eigentlich passiert bei einer Ortsmessung doch das. Sie haben hier ein Raum-Zeit-Diagramm, Zeit und Ort. Und dann ist bei einer Ortsmessung in der traditionellen Quantenmechanik hat man eine Fotoplatte oder in der elementarteilchen Physik heute hat man Teilchendetektoren. Und diese Fotoplatte besteht aus Molekülen, die überall verteilt sind auf der Fotoplatte. Und dann passiert irgendwo eine chemische Reaktion. Ein Molekül ändert sich und das kann man nachher die Fotoplatte entwickeln, auslesen und sieht dann, aha, hier an dieser Stelle der Fotoplatte hat eine chemische Reaktion stattgefunden, also war das Teilchen ja hier gewesen. Das heißt, die Ortsmessung ist extrem indirekt und was man eigentlich misst, ist abhängig von der Position auf der Fotoplatte, wo passiert eine chemische Reaktion. Und die passiert eben durch Energiedeposition eines Teilchens in der Fotoplatte. Genauso bei den heutigen Elementarteilchendetektoren ist es eben so, man hat hier meinetwegen lauter Kalorimeterzellen. Jede Kalorimeterzelle ist mit irgendeiner Elektronik und mit einem Computer verbunden. Und dann trifft eben irgendein Teilchen in einer Kalorimeterzelle auf. Die Kalorimeterzelle registriert, aha, hier wurde Energie deponiert oder Ladung oder Impuls deponiert. Meldet an die Elektronik, hier ist was passiert. Die Elektronik liest dann aus und interpretiert das nachträglich als Ortsmessung. Das heißt, was eigentlich passiert, ist eine Messung so von Größen wie Energiedichte, abhängig von der Position, oder Impulsdichte, abhängig von der Position, oder Ladungsdichte, abhängig von der Position. Das heißt, die eigentlichen Messgrößen sind irgendwelche Dichten, abhängig von Raum und Zeit. Also schreiben wir es auf. Hier sind Kalorimeterzellen. Die messen Energiedeposition oder ähnliches. Abhängig von Raum und Zeit. Das heißt, das sind die eigentlichen Observable. Das heißt, der Ort ist keine Observable, sondern der Ort tritt auf als Parameter von Größen wie Energiedichte oder Ladungsdichte und die kann man direkt messen. Das heißt, wir landen bei einem physikalisch neuen Konzept, einem neuen Konzept, was in unseren relativistischen Theorien jetzt wichtig werden wird, nämlich das Konzept, dass Observable in bestimmten Raumgebieten nur definiert sind. Wir haben eben nur lokale Experimentalphysiker und lokale Labore zur Verfügung, die an einem bestimmten Raumgebiet zu einem bestimmten Zeitpunkt messen können. Das heißt, das sind lokale Observable. Das nenne ich mal hier Eigenschaft C, auf die wir geführt werden. Wir werden auf das Konzept geführt, lokaler Observable. Idealisiert kann man das die Lokalität sogar einzelnen Raumzeitpunkten zuweisen. Das heißt, eine Observable ist charakteristisch oder wird bestimmt an einem genau definierten Raumzeitpunkt, nicht nur an einem Raumzeitgebiet. Und dann haben wir lokale an einem Raumzeitpunkt x und t definierte Observablen und das sind eben sogenannte Feldoperatoren. Lokale Feldoperatoren. Die bezeichne ich hier jetzt mal mit groß Phi und die hängen ab von x und t. X und t sind beides zahlenwertige Parameter. Das ist ein Operator, der eine Observable beschreibt und die Observable kann man messen am Raumzeitpunkt x und t. Oder ist erstmal eine Observable und viele weitere. Alle Observablen
die man am Raumzeitpunkt x und t messen kann, sind aus solchen lokalen Feldoperatoren aufgebaut. Das bedeutet technisch gesehen, dass die Operatoren, die in unserer relativistischen Quantentheorie interessant sind, immer, meistens jedenfalls, Funktionen von x und t sein werden. X und t sind dann Raumzeitpunkte, an denen die Operatoren definiert sind und die beschreiben dann insbesondere lokale Observablen, die an so einem Raumzeitpunkt gemessen werden können. Und der Unterschied zur nicht-relativistischen Quantenmechanik ist eben, dass dort Operatoren von t abhängen durften, zum Beispiel im Heisenberg-Bild, aber nicht von x. Und jetzt hängen Operatoren von t und x ab. Das heißt, x und t haben dieselbe Rolle und das ist natürlich viel besser geeignet, um eine relativistische Theorie zu beschreiben. Das möchte ich gerade noch kurz zusammenfassen. So, dieses Konzept von lokalen Observablen hat sich uns jetzt aufgedrängt. Und wenn wir das alles mal zusammennehmen, was wir überlegt haben, können wir einige Lösungen schon mal erahnen bzw. angeben. Insbesondere die Lösungen der Kausalitätsprobleme. So, wir hatten eben den Fall, dass es eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeitsamplitude dafür gibt, dass ein Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit propagiert. Wie erklärt sich das nun? In der gewöhnlichen Quantenmechanik würde man so einer Messung eines Teilchens, einer Ortsmessung mit dem Ergebnis, dass der Ort x herauskommt, das kann man durch eine quantenmechanische Größe oder einen Operator, ich nenne es mal mx, der durch so ein dyadisches Produkt gegeben ist, beschreiben. Das heißt, der Erwartungswert von so einem Operator wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einer Ortsmessung der Ort x als Ergebnis herauskommt. Das ist der Operator, der einer Ortsmessung mit dem Ergebnis x entspricht. So, und der Punkt ist jetzt, und dadurch klärt sich der Widerspruch auf, diese Observable ist keine lokale Observable in einem bestimmten Sinn. Das ist keine lokale Observable. Das heißt, man sieht es daran, dass zum Beispiel der Kommutator von so einer Observable, Ortsmessung am Punkt x, mit einer weiteren observable Ortsmessung am Punkt y. Wenn Sie da den Kommutator dann ausrechnen würden, dann kommt da eben nicht 0 raus, sogar dann nicht, wenn diese Punkte x und y raumartig voneinander getrennt sind. Das heißt, das ist keine lokale Observable und damit ist diese Observable keinem lokalen Experimentalphysiker zugänglich. Also kein lokaler, auf ein Labor eingegrenzter Experimentalphysiker kann so einen Ortseigenzustand überhaupt präparieren. Sondern um den Zustand zu präparieren und dann zu messen, wäre ein unendlich ausgedehnter Experimentalphysiker, der simultan im ganzen Universum den Zustand präpariert, notwendig. Und wenn Sie so einen nicht lokalen Präparator haben, ist natürlich auch nicht überraschend, dass dann raumartig getrennt davon plötzlich ein Teilchen aus dem Vakuum aufpoppt.
Sie können beispielsweise auch dann die Energiedichte ausrechnen von so einem Zustand. Das wäre ja eine lokale Größe, so kann man es jedenfalls interpretieren. Und dann stellt sich raus, dass für so einen Zustand, für so einen nicht lokal präparierten Zustand, haben Sie überall eine Unschärfe der Energiedichte, und zwar in im ganzen Raum verteilt, haben Sie eine nicht verschwindende Unschärfe der Energiedichte. Und damit ist natürlich auch plausibel, dass plötzlich raumartig getrennt ein Teilchen aus dem Vakuum aufpoppt, im Einklang mit diesem Ergebnis hier. Das heißt, die Lösung dieses scheinbaren Widerspruches besteht darin, zu sagen, dass der hier präparierte Zustand nicht lokale Eigenschaften hat und von keinem lokalen Beobachter überhaupt präpariert werden könnte. Also, Zustand hat nicht lokale Eigenschaften. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt eben hier das Konzept von lokalen Observablen. Man kann sich jetzt fragen, was könnte denn ein lokaler Observabler, ein lokaler Experimentalphysiker, hier an diesem Raumzeitpunkt oder ein lokaler Experimentator an diesem Raumzeitpunkt, was könnte der denn machen? Und der könnte zum Beispiel Folgendes untersuchen, eben wenn so ein Phänomen was zu tun hat mit der Emission eines Teilchens an so einem Punkt oder simultan Absorption eines entsprechenden Antiteilchens. Also Emission bzw. Absorption am Punkt 0. So etwas könnte ein lokaler Beobachter studieren und ein anderer lokaler Beobachter hier könnte eben ebenfalls studieren, Emission beziehungsweise Absorption am anderen Raumzeitpunkt, beim Raumzeitpunkt x und t. Und dann würde dieses hier beschrieben werden durch so eine lokale Observable, phi an der Stelle 0, und das hier würde beschrieben werden durch eine lokale Observable, phi an der Stelle x und t. Und wenn das tatsächlich lokale Observablen sind, dann heißt das, diese beiden lokalen Observablen kommutieren miteinander. Das wäre die Definition einer lokalen Observable. Und das würde dann bedeuten, dass beide Experimentalphysiker ihre Messung oder Zustandspräparation durchführen können und es kann keine Information vom einen zum anderen übertragen werden. Spielt keine Rolle, welche Reihenfolge die beiden Präparationen bzw. Messungen haben, denn die kommutieren miteinander, die sind kompatibel. Das heißt, es kann keine Information von lokalem Observator zu lokalem Beobachter übertragen werden. Und damit ist die Kausalität erfüllt. Also das Wichtige für uns ist, es kann keine Information mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen werden. Und damit sind die Widersprüche ausgeräumt. Wir haben also durch drei Überlegungen, zunächst mal mit Zustands- oder Teilchenlokalisation und dann immer größer werdender Energieunschärfe, uns zu einer Mehrteilchentheorie vorgearbeitet. Die Mehrteilchentheorie muss man dann aus unterschiedlichen Bezugssystemen betrachten können. Das liefert uns eine Mehrteilchentheorie und die Existenz von Antiteilchen. Wir bekommen diese physikalische Konsequenz, dass eine Amplitude für Emission immer begleitet werden muss von einer Amplitude für Absorption. Und wir haben uns überlegt, dass Ortsmessungen eigentlich so direkt gar nicht existieren, sondern was wirklich existiert, sind Messungen von lokalen Observablen. Und deswegen haben wir jetzt als neues Konzept
dieser lokalen Observable. Und dann lösen sich alle scheinbaren Widersprüche in Wohlgefallen auf. Und damit haben wir gleichzeitig wichtige grundphysikalische Eigenschaften von relativistischen Quantenfeldtheorien gefunden, als auch wichtige technische Werkzeuge, nämlich solche Operatoren Phi, die von X und T abhängen. Das sind genau unsere Quantenfelder, die natürlich namensgebend sind für die relativistische Quantenfeldtheorie. Ja, okay, dann machen wir weiter. Und zwar beginnen wir jetzt ernsthaft mit der relativistischen Quantenfeldtheorie, bauen die Theorie systematisch auf. Und zwar beginnen wir mit einigen Grundlagen. Das erste, was wir besprechen, ist eine der wichtigsten Größen in allen physikalischen Theorien und verknüpft mit einer der wichtigsten Symmetrien, nämlich der Impuls und die Translationsinvarianz. Diese beiden Größen hängen miteinander zusammen. Denn es gibt ja die tiefe Beziehung aus dem Noether-Theorem zwischen Symmetrien einer Theorie einerseits und Erhaltungsgrößen andererseits. Und der Impuls kann in jeder physikalischen Theorie definiert werden als diejenige Größe, die erhalten ist, aufgrund der Translationsinvarianz der Theorie. Und so kann man es in klassischen Theorien, in Quantentheorien und auch in relativistischen Quantenfeldtheorien machen. Relativistischen Theorien gibt es dann eben einen Viererimpuls. Und der Viererimpuls ist grundsätzlich bei uns definiert als die Größe, die erhalten ist, aufgrund der Translationsinvarianz in Raum und Zeit. Ganz wichtige Definition. Und zunächst mal schreiben wir auf, was wir mit Translation genau meinen. Wir meinen eben, dass die Naturgesetze invariant sind. Wenn wir eine Translation durchführen und eine Translation bedeutet eben eine Verschiebung der Raumzeitkoordinaten um eine Konstante. Also ein Vierervektor x μ wird verschoben, das heißt x μ wird ersetzt durch x μ plus einen Konstantenvektor a μ. Hier jetzt einige kleine Notationsdetails. Wenn ich x μ schreibe, dann meine ich eben den Vierervektor, der besteht einmal aus x0, der Nullkomponente, und xi, den räumlichen Komponenten. Damit deute ich an, dass μ immer von 0 bis 3 läuft, i läuft von 1 bis 3 und die fundamentalen Indizes sind die hochgestellten Indizes. Und dann entspricht dieses x0 der Zeit, wobei die Lichtgeschwindigkeit c hier immer gleich 1 gesetzt ist. Und die xi-Komponenten entsprechen den ganz normalen xyz-Koordinaten, also dem Vektor x. Ich kann sagen, das entspricht sich. Das ist, was ich mit x μ meine. Und dann können wir Indizes in der relativistischen Theorie rauf und runter ziehen durch den metrischen Tensor. X μ mit unterem Index μ ist gegeben durch g μ kontrahiert mit x nü mit oberem Index nü und das G-Menü ist der metrische Tensor, das ist eine 4x4 Matrix und mit tiefgestellten Indizes oder mit hochgestellten Indizes hat diese Matrix den Wert 1 minus 1 minus 1 minus 1 auf der Diagonale und sonst überall 0. Das bedeutet,
dass bei dem x-μ betiefgestellten μ, ist die Nullkomponente, genau dasselbe wie bei hochgestelltem Index, also die Nullkomponente ist gleich plus die Zeit, aber die tiefgestellten räumlichen Komponenten kriegen ein Minus, das heißt x mit unterem Index μ räumlich entspricht minus den xyz-Koordinaten. So, in der Quantenmechanik müssen wir jetzt fragen, wie wir diese Translationen implementieren können. Das heißt, in der Quantenmechanik gibt es Quantenzustände, die ein physikalisches System beschreiben, und die müssen wir einer Translation unterwerfen können. Das heißt, Zustände sind Elemente des Hilbertraums, und die Translation muss dann implementiert werden als ein Operator, der auf dem Hilbertraum wirkt. Die Translation um eine Strecke a μ muss also dargestellt sein durch einen Operator. Und dieser Operator muss linear sein, damit diese Translation nicht dem Superpositionsprinzip widerspricht, also eine Translation von einem Überlagerungszustand ist der Überlagerungszustand der entsprechenden Translation. Das heißt, der Operator hier ist linear und die Bezeichnung lautet u von 1, a. Das heißt, das ist ein Operator u und das Argument ist diese Translation a. Die 1 hier bedeutet, dass wir momentan keine Lorentz-Transformationen betrachten. Später könnte man hier auch eine nicht-triviale Lorentz-Transformation reinschreiben. Dann haben wir gleich die Bezeichnung dafür vorweggenommen. Aber momentan lassen wir die Lorentz-Transformation immer gleich der Identität. Aber Translation betrachten wir. Also wird hierdurch einzig und allein eine Translation dargestellt. Später auch Lorentz-Transformation, die man durch eine Matrix Lambda darstellen könnte. Okay. Was heißt es jetzt, dass die Physik translationsinvariant ist? Wir können jetzt zwar einen Zustand einer Translation unterwerfen, aber sind die Naturgesetze auch invariant unter der Translation? Und dann müssen wir uns fragen, was heißt es überhaupt, physikalische Gesetze in der Quantenmechanik? Die elementarsten quantenmechanischen Vorhersagen erhalten wir durch Wahrscheinlichkeitsamplituden oder Skalarprodukte von Zuständen. Das heißt, das, was primär invariant sein muss unter Translationen, sind Skalarprodukte zwischen Zuständen. Das heißt, wenn wir einen Zustand i haben, und wir unterwerfen den einer Translation in dieser Form. Das heißt, ein Anfangszustand i wird einer Translation unterworfen und liefert dann einen verschobenen Zustand i'. Genauso ein zweiter Zustand f wird einer Translation unterworfen und liefert einen Zustand f'. Dann ist die Physik genau dann invariant, wenn das Skalarprodukt zwischen den zwei verschobenen Zuständen das gleiche ist wie das Skalarprodukt der zwei originalen Zustände. Und damit dieses Skalarprodukt dasselbe ist, muss gelten, dass der Operator u, der hier auftaucht, rausfällt. Und dann passiert eben das, dass der Zustand i' liefert den Operator u, der adjungierte Zustand f' liefert den adjungierten Operator u kreuz, und damit er wegfällt, muss u kreuz mal u der Einheitsoperator sein. Das heißt, die Invarianz unter Translationen ist äquivalent zur Unitarität des Operators u. U kreuz von 1, a mal u von 1, a ist gleich der Identitätsoperator.
Das heißt, diese Darstellung der Translation durch den linearen Operator U ist nicht nur eine allgemeine Darstellung, sondern eine unitäre Darstellung. So. Das heißt, in einer translationsinvarianten Quantentheorie müssen Translationen durch einen unitären Operator U dargestellt werden können. Sobald wir so etwas haben, können wir schreiben, dass der Operator U eine Taylor-Entwicklung liefern kann in der Größe A. U von 1, a kann man Taylor entwickeln. Wenn ich das Taylor entwickle, dann erhalte ich als erstes mal den Operator für keine Translation, a gleich 0. Das ist der Identitätsoperator. Das wäre also U mit keiner Lorentz-Transformation. Und Translation 0, das muss natürlich die Identität sein. Und dann kommt eine lineare Korrektur in A. Und diese lineare Korrektur schreiben wir als I mal A mü mal einem Koeffizient. Und diesem Koeffizient geben wir den Namen P mü. Dann ist dieser Koeffizient P mü natürlich ein Operator. Wir werden gleich noch was dazu sagen. Und dann kommen hier höhere Ordnungen in der Taylor-Entwicklung. Ordnung A hoch 2. Das ist also eine Taylor-Entwicklung des unitären Operators in kleinem a. Und dieses P setzt einen Entwicklungskoeffizient in der Taylor-Entwicklung und damit natürlich selbst einen Operator. Welche Eigenschaft hat jetzt dieses P? Dieses P muss ein hermitischer Operator sein, denn die Unitarität von U, wenn ich die auswerte mit dieser Entwicklung, dann tritt auf, dass 1 gleich sein muss, das hier mal demselben gekreuzt, und in dem gekreuzten taucht dann auf minus i mal a mal dem Adjungierten von p. Damit das wegfällt, muss p gleich seinem Adjungierten p Kreuz sein. Das heißt, das muss hermitisch sein. Mit p mü gleich hermitischen Operator. Und daraus folgt jetzt, dass in einer translationsinvarianten Theorie Translationen zunächst mal zu einem unitären Operator führen, und die Taylor-Entwicklung davon führt auf einen hermitischen Operator P mü, der ein Vierervektor-Operator ist. Und wir hatten vorher definiert, der Viererimpuls ist diejenige Größe, die erhalten ist aufgrund der Translationsinvarianz in Raum und Zeit. Und hier haben wir jetzt einen Operator gefunden, der hermitisch ist und existiert aufgrund dieser Translationsinvarianz. Erhalten ist er auch, weil die Vertauschungsrelation von allen Komponenten von P mü mit der Nullkomponente Null sein muss, aufgrund der Vertauschungsrelation der Translation. Und damit können wir den als Impulsoperator identifizieren. Also dieses PMÜ ist per Definition der Vierer-Impulsoperator unserer Theorie. P0 entspricht dann der Energie oder auch dem Hamiltonian unserer Quantentheorie. Allgemein kann ich dann die Taylor-Entwicklung sogar zu einer endlichen Entwicklung vervollständigen. Also ohne das jetzt genauer auszuführen. Translationen in Raum und Zeit sind voneinander unabhängig. Das heißt, Translationen in X, Y und Zeitrichtung kommutieren alle miteinander. Daraus folgt dann relativ trivial, dass auch alle Komponenten von diesem PMÜ-Operator miteinander kommutieren müssen. Das heißt, die Komponenten kommutieren alle miteinander. Und dann kann ich eine endliche Translation bekommen für beliebig großes a als Exponentialfunktion. Also u von 1, a mit beliebig großem a kann ich schreiben als Exponentialfunktion von i
A μ mal diesem Operator P μ. Und dann haben wir die Translation ganz allgemein dargestellt und verknüpft mit unserem Impulsoperator. Und in der nächsten Stunde werden wir dann Teilchenzustände definieren, die Eigenzustände von diesem Vierer-Impulsoperator, damit auch Eigenzustände der Energie werden die charakterisieren und dann beginnen, Physik von relativistischen Quantentheorien zu studieren. Gut, bis dann.